Seite. Da bin ich wieder. Ihr habt lange nichts gehört. Ihr seht meine Position. Passt. Hello. Ihr seht mich wahrscheinlich im Gesicht schon. Ihr seht schon hier. Es ist ein bisschen weniger geworden. Schaut anders aus. Ja. Was ist der aktuelle Stand? Wir sind auf Preply. Ja, es sind jetzt, ich glaube, 4 Wochen sind es Prep. Läuft gut. Läuft. Wie immer. Ja. Prep wie immer. Hallo. Ja, kann ich verstecken. Alles gut. Hallo. Wieso? Oh Gott. Sie sind wunderschön. Nein, nein. Doch, freilich. Du machst das. Ja, hier wollte ich mal gefilmt werden. So. Warum sind wir hier? Warum, was machen wir hier? Schaut mal da oben. Sieht man das von da, Naomi Schatz, was wir heute machen? Ja. Ja? Wir sind heute in der Kältekammer. Warum machen wir das? Weil ich habe eine Tonne bei mir daheim. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat das mitbekommen. Ich habe mir mittlerweile, weil 2 sind ja schon kaputt gegangen, die dritte Eistonne auf den Balkon gestellt. Und jetzt ist es einfach zu warm. Voll das Struggle mit dieser blöden Tonne. Und jetzt ist es zu warm, Leute. Ja. Was machen wir also? Keine Kompromisse, gehen wir Kältekammer als Alternative. Und das machen wir jetzt heute. Und danach gehen wir ins Schultraining. Let's go. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. Stürmmantel auf hier, dass wir uns die Ohren nicht verkälten, natürlich. Ja. So, jetzt kommen noch die Handschuhe. So. Ach, Maske muss ich auch noch aufziehen, genau. Weil diese kalte Luft ist nämlich ein bisschen unangenehm, wenn man die einatmet. Und schaut mal, das ist eine ganz besondere Maske für mich. Das ist die Maske von meinem ersten Wettkampf. Seitdem trage ich die mit. Da war schon Corona. Ne? So, jetzt geht's hier ab. Geht's ins Gefecht, Leute. Ins Gefecht. So. Okay. Handschuhe. Und dann geht's los. Ab geht's. Manchmal ist es kälter, manchmal geht's.
Heute gibt es tatsächlich. Das ist der Bread Mode. Und schaut mal, ich habe immer noch diese Chefs, die Chefszeichen von der Uli, von der Physio. In der Prep dauert das mit dem Verein echt länger. So, ihr Lieben, ihr habt es gesehen, fertig. Jetzt bin ich umgezogen fürs Training, fertig gemacht. Jetzt bin ich auf jeden Fall, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Kick, einen energischen Kick. Ja? Wird gut. Jetzt gehen wir Schultis ballern. Auf jeden Fall wollte ich kurz sagen, was ich jetzt da noch nehme vor meinem Training. Und zwar ist es einmal mein liebster Booster. Ja? Und da ich das jetzt auf Diät bin, nehme ich auch zwei Neoburn-Kapseln vor dem Training. Tipp. Das wird jetzt reingeschüttet und dann geht ab in Schultis Training. Immer. Alles gut? Dann wirst du weniger krank. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und gesund ernähren. Viel Spaß. Danke. Oh, mach's gut. Ciao. Das war ja süß, oder? Ja, schon lieb. Die Leute in meinen Kurs kommen, weißt du, sagen wir immer dann danach, Lisa. Drei Tage konnte ich nicht laufen. Ja. Nur drei. Mehr machen. Geh mal los. Jahresvorsätze, Leute. Ja, ja genau. Von mir. Guck von mir. Was ist der Unterschied zwischen dem Ostersonntag und dem Neujahrestag? Wer weiß es? Gibt keinen. Leute. Jeden Tag, jeder Tag ist euer Tag. Jeder Tag, an dem ihr entscheidet, weil heute ist mein Tag, dann ist das euer Tag. Jeder Tag ist wichtig, dass man anfängt. Ja? Heute losgehen, um seine Ziele zu verfolgen. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Das Einzige, was ihr da verliert, ist Zeit. Eure Lebenszeit. Und die ist begrenzt. Okay? Muss ich wieder hier loswerden. Wir wärmen die Schulter jetzt erstmal schön auf. Ja. Das mache ich immer gerne am Kabelzug. Ja. Zeige ich euch, wie man das macht. Hi. Okay.
Hallo! Seid ihr hier und hier? Ja, ich bin überall. Wenn dieser junge Mann sich das verpissen würde, ich will schön. Also, wie ihr hier seht, da vorne ist der Emre, der ist sauer über sich. Ja? Weil er alles Mögliche am Duschen sich leidfreit. Hoffentlich den von Neosubs. Müsste ich mal später fragen, was der alles geboostet hat. Jedes Mal, der ist nass geschwitzt, ist auf die Unterhose. Ja? Ha? Dankeschön. Das ist nett. Jetzt das Schultertraining ein bisschen geändert, weil in der Offseason habe ich jetzt vor allem den Fokus auf die hintere Schulter gelegt, ja, weil das einfach eine Schwachstelle von mir war. Ist es nicht mehr. Gute Nachricht. Und jetzt lege ich den Fokus tatsächlich mehr auf vordere Schulter und ein bisschen diesen Übergang zwischen Brust und Schulter. Also hier, ja. Weil das habe ich jetzt sehr vernachlässigt und da lege ich jetzt ein bisschen auch in der Prep den Fokus drauf. Das seht ihr jetzt dann im Training auch. Ne? Auch Trizeps wird ein bisschen mehr trainiert, weil beim letzten Mal war es einfach auch so, dass am Ende meiner Diät von meinen Armen nichts mehr übrig geblieben. Ja. Den gleichen Fehler macht man nicht zweimal. Also man kann sich dann erst ausziehen, man kann erst den Pulli ausziehen, wenn man schon einen gescheiten Pump drin hat. Als Tipp. Okay. Das muss man ausziehen, ohne dass man die Füße zerstört. So. Halt nackert. Okay. Mal Warm-up machen. Mehr Gewicht. So, braucht aber auch was zum Zeichnen. Weniger Gewicht. Warm-up machen. Gefühle reinkriegen. Dann mit mehr. We'll be right back.
gern Satz. 8 Wiederholungen, Leute. Alles für die Schultis. Genau wie alles für die Schultis. Also. Was gibt es bei mir im Training zum Trinken? EAA, und zwar heute Oberkörpertraining 20 Gramm, ja, 20 Gramm EAA, 5 Gramm Beta-Alanin, 5 Gramm Kreatin von Neosaps. Coach ist der Bikini, bin gespannt. Danke für eure Unterstützung. Übrigens, ihr A-Geschmack forever ist Jelly. Jelly for life, Leute. Jelly, Lady. Okay. Scheiße, du musst machen. Dann probier. Mach ich fast immer. Mir muss man halt zuschauen, gell? Da lernt man was. Also, jetzt haben wir
haben wir als nächstes noch hintere Schulter und Trizeps. Und dann haben wir noch mal Trizeps. Und dann haben wir noch mal hier den Übergang, also vordere Schulter. Da liegt ja einfach aktuell auch mein Fokus, wie gesagt, drauf. Ne? So Trizeps, vordere Schulter, noch ein bisschen einfach Arme, dass halt in der Diät diesmal einfach mehr übrig bleibt, wie das letzte Mal. So, dann machen wir das mal. Also hintere Schulter. Aber die ist besser. Diese? Top fusiert. Das ist ein bisschen heller sogar. Ja, das ist besser. Ja. Das ist halt mein Handy, weißt du? Das ist klar. Das ist IPB Pro. Das ist ein IPB Pro Handy. Das ist ja logisch. Leistungssport, weil es mir Spaß macht und weil er einfach jung und fit hält, meines Erachtens. Spannend, oder? Ja, und werde jetzt dann, so wie du, in der Profischiene, ich in der Amateurschiene, nächstes Frühjahr wieder starten. Ja. Auch auf Preppy. Ja, auch auf Preppy. Wir sind Prep-Bodies. Yo. Gut, dass du nicht hast. Ja, ich hab's. Ja, mach mal. So, weiter geht's. Weiter geht's, Leute, mit dem Business jetzt. Wir tun das immer verratschen und dann müssen wir weitermachen. Ja? Immer verratschen. Ja, aber das ist schön. Also hier sind ganz viele Athleten im Gym bei mir. Ja? Auch viele ehemalige Athleten, viele aus dem deutschsprachigen Raum. Also das ist echt ganz, ganz toll. Wer mag nach Augsburg kommen, ist schon beat. Da trefft so einige coole Athleten. Thank you.
den Armen oder den Schultern. Ist generell immer meine rechte Seite ein bisschen schwächer. Ja, warum auch immer. Und das heißt, ich fange auch immer mit der rechten Seite an, um das schön auszugleichen. Ja, weil links ist immer easy, ne? Aber rechts ist immer ein bisschen schwieriger. Also immer mit der schwierigen Seite anfangen. Und auf keinen Fall dann bei der schwächeren Seite mehr oder weniger machen als bei der stärkeren, ne? Sondern immer angleichen. Dass sich da keine Disbalancen entwickeln. Ne? Als nächstes Front Races, ja, mit den Kurzhanteln mache ich auch relativ leicht, sehr kontrolliert, weil vor allem bei den Front Races ist es wichtig, dass man ohne Schwung arbeitet. Und ich mache es dann mit der zusätzlichen Schwierigkeit, indem ich das auf der Bank mache und die Bank etwas schräg stelle. Das machen wir jetzt. Party people in the area, welcome to DT Ananda with Midnight Studio perform the NAUDIO remix. Da novinha do match, match. Ela brota, ela mete. Oi, match, match, match. Na treta que ela mete. Oi, match, match, match. E ela brota, ela mete. Oi, match, match, match. Na treta que ela mete. Oi, match, match, match. Agora fudeu. Virei 5-7. Tô roubando os coração da novinha do match, match. Ela brota, ela mete. Oi, match, match, match. Na treta que ela mete. Oi, match, match, match. E ela brota, ela mete. Oi, match, match, match. Na treta que ela mete. Oi, match, match, match. Agora fudeu. Virei 5-7. Esse é o DJ Miguel.